Yes, the house is actually burning. This was no false alarm. Klimaaktivistin Greta Thunberg ist jetzt volljährig. Ihren 18. Geburtstag verbrachte die Schwedin zu Hause in Stockholm. Von dort aus hatte sie sich in den vergangenen Wochen auch freitags an den Klimaprotesten beteiligt, indem sie Fotos von sich online stellte, statt wie üblich vor dem Stockholmer Reichstag zu demonstrieren. Ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter bat sie ebenfalls online darum, auch die jeweiligen Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus einzuhalten. Vor einem Monat folgte ein neuer Appell. Vor 5 Jahren haben die Staats- und Regierungschefs das Pariser Abkommen unterzeichnet und versprochen, den weltweiten Temperaturanstieg auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen und das Ziel 1,5 Grad zu verfolgen, um zukünftige Lebensbedingungen zu sichern. Seitdem ist viel passiert. Aber die notwendigen Handlungen sind nicht in Sicht. Greta, how are you? I'm good. It is very good to see you again. Very good to see you. Thank you so much for stopping by to say hello. Thank you for having me here. Of course. Well, you're changing the world, so we're very excited to have you. Wahlberechtigt sein wird Thunberg erstmals bei der schwedischen Parlamentswahl im Herbst nächsten Jahres. Bonjour, Lausanne. Seit 2018 hat Thunberg öffentlichkeitswirksam wie kaum jemand zuvor auf Klima- und Umweltprobleme hingewiesen. Damit überzeugte sie weltweit Millionen von Anhängerinnen und Anhängern. Zahlreich sind allerdings auch die Beschimpfungen und Hassbotschaften, die sie für ihr Engagement ertragen muss. Wie ihr sagt, nein, Ambi, nein, Ambi, nein.